Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, es euch geht's gut, mir geht's sehr gut. Ja, dieser Part wird allein sein. Er muss weg. Er ist gerade neben mir, aber er muss gleich weg, der David. Und ja, das letzte Mal haben wir uns verlassen, indem wir, ja, wir wussten nicht weiter. Deswegen haben wir ein bisschen nachgeschaut. Und deswegen sind wir wieder in diesem Dungeon, wo wir schon seit einiger Zeit hier waren. Aber wir sind hier nicht weitergekommen. Deswegen habe ich ein bisschen nachgeschaut. Und dann gesehen, dass man hier einen Schlüssel bekommen kann, weil diese Felder zeigen ja an, so dass man einen Schlüssel bekommen kann. Den haben wir aber nicht bekommen. Deswegen habe ich dann gesehen, dass man diese Shy Guys töten muss. Und das zeige ich euch jetzt, wie man es macht. Weil wenn man sie so angreift, dann geht es nicht. Wenn man sie aber von hinten angreift, dann geht es. Ist ganz idiotisch, aber habe ich am Anfang nicht bemerkt. Jetzt habe ich es bemerkt und jetzt haben wir den Schlüssel und können endlich weitermachen. Endlich mit der Geschichte. Ich hoffe, das nächste Mal sollte ich vielleicht ein bisschen schlauer sein. Hoffentlich. Bin ja eigentlich auch nicht so dumm. Bin auch schon in meinem Gymnasium. Und auch in der 10. also. Ich gehe einfach hier nur kurz durch. Ich muss hier eh nur zu dieser Tür, die da oben ist. Und hoffentlich können wir da dann weiterkommen. Ja. Hoffentlich. Mann, ich flipp echt aus mit diesen Fledermäusen. Das sind das Schlimmste in diesem ganzen Spiel. Die Fledermäuse. So, und jetzt sind wir endlich bei der Tür angekommen. Schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Okay. Wartet. Nein. So geht es. Ja. Perfekt. Ja. Perfekt, hab's geschafft. Und eine Truhe, was kriegen wir in dieser Truhe? Was kriegen wir in der Truhe? Was ist das? Ein Kraftarmband! Das ist doch perfekt. Dann kannst du endlich Steine und Krüge hochheben. Wenn das nicht perfekt ist. Das ist perfekt, das ist wirklich perfekt, das ist das Beste. Oh ja. Ja. Uff. Das ist perfekt. Das ändert das ganze Spiel. Wir waren nur geblockt wegen ein paar Shy Guys. Hätte ich nicht gedacht. Ist aber so. Seid klar. Und noch ein kleinen Schlüssel. Ist hier noch perfekter. So. Können wir auch da durch. Und ja, ich bin dumm. Ich kann nicht spielen. Ich werde nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Ich bin unschlagbar. Ne, bin ich nicht. Ich bin ein Noob. Muss man aber hier nicht sagen. Haben wir dort etwas verpasst? Glaub nicht.
einfach die Krüge, aber das sind eh wahrscheinlich so unnötige Zeugs. Was ist denn da unten? Eine. Okay. Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Sondern ich gehe erstmal hoch. Ich weiß nicht, was da oben ist. Okay. Gehen wir wieder runter. Ah, dann kommen wir da an. Okay. Ja, das ist doch nicht schlecht. Also kann man das auch dagegen werfen? Weiß ich nicht. Okay, also wir kommen dort wieder an. Das ist mir ein bisschen egal jetzt. Warte, das nehmen wir, weil wir jetzt auch ein paar verbraucht haben davon. Da kann ich ja nicht durch. Ist natürlich belastend. Dann hier. So. Bitte. Einfach durch diese Tür und schon. Nein. Okay. Und die Hasen weiß ich immer noch nicht, was die sind. Warte, kann man das dagegen werfen? Wenn man zielen kann, vielleicht. Oh ja, come on. Praktisch, gefällt mir. Ah, Hilfe. Oh. Nice. Wartet. Das haben wir jetzt alle. Das haben wir nicht. Das haben wir jetzt auch. Das können wir jetzt auch haben. Hm. Ich weiß aber nicht, ob das wichtig ist. Wir haben aber eben keinen Kompass, den wir schon im ersten Dungeon hatten. Aber ich glaube schon, dass der Kompass eigentlich wichtig ist. Gleich so, um Sachen anzuzeigen. Vielleicht, wo der Boss ist. Der ist gemein. Der möchte mich nicht. Dann weiß ich nicht weiter. Dann können wir da nicht durchgehen anscheinend. Das ist dann eigentlich schon eine Abkürzung. Warte, vielleicht gibt es hier... Jetzt, wo wir wissen, wie man ja den Hasen tötet. Wartet... Komm her. Ciao. Es war doch dieses Geräusch von unten. Es war doch dieses wenn etwas nicht stimmt bei einem Rätsel. Aber jetzt weiß ich auch nicht. Speedrun. Schön. Kommen wir hier dadurch. So. Vielleicht gab es hier dort was in der Truhe. Ich weiß es nicht. Es endet aber natürlich das Spiel, wenn man auf einmal so Krüge und Steine hochnehmen kann. 50 Rubine.
Das ist langweilig. Das brauche ich nicht. Das brauche ich echt nicht. Sonst haben wir hier alles, aber... Dort weiß ich eben nicht, wie man dorthin kommt. Dort weiß ich jetzt echt nicht, wie man dorthin kommt. Wartet. Ich überlege jetzt, weil... Weil dort muss man schon weiterkommen, irgendwie. Dort, irgendwie muss man weiterkommen. Was mich aber so gerade eben stört, weil in Krügen findet man ja manchmal trotzdem etwas, so ein Rubin oder irgendetwas. Aber dort hat man gar nichts gefunden. Das sage ich so, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ciao. Ha! Hier, weil hier gibt es hier ganz, ganz viele Krüge, wie man es, wie ihr ja gesehen habt. Aber... Man kann mit einem Krug da hochgehen. Deswegen... seht? Ein bisschen IQ und noch ein bisschen mehr IQ, das macht dann viel IQ. Schlau. Okay. Wo sind wir? Wir sind dort. Okay. Wir haben aber den Schlüssel nicht. Wir haben den Schlüssel nicht. Das geht ja so gar nicht. Man braucht einen großen Schlüssel. Wartet. Weil, ihr habt es ja gehört, also bei... Hier, in diesem Raum. So. Wartet, vielleicht gibt es eine Reihenfolge, die zu töten. Warte. Ups. Uff, wartet. Ah, Hilfe. Das vielleicht als erstes, so ich versuche verschiedene Kombis. Und erster Versuch. Erster Versuch, perfekt. Wir haben den großen Schlüssel. Perfekt. Zum Boss kommen jetzt.
Jetzt zerstöre ich diesen kleinen Wichtigtour. Denkt immer, er wäre der Größte, aber nein. Link ist der Größte. Vollidiot. Der war schlecht, aber okay. Aber das dürft ihr nicht zu Hause nachmachen. Mit etwas in der Hand so solche Treppen hochzugehen. Also eine Leiter. Jetzt können wir durch. Lass ihn zerstören. Pff. Das ist doch kein Boss. Das ist ein Boss. Hahaha, ich bin dein Gastgeber. Chin. Das erinnert mich so ein bisschen an das Genie. Autsch. Kann man das nicht blocken? Warte, kann man das nicht blocken? Okay. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Das Mikro schwer zerstört meine Flasche nicht. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus als dieses Spielzeug. Oh. Mit deiner Flasche bist du unverwundbar. Ah, ich vergesse das sonst. Lauf, Link, lauf. Ein mickriger Boss. Oh, seine Flasche ist zerstört, das ist gut. Oh, du hast meine Flasche zerstört, das wirst du bereuen, du Link. Hilfe. Autsch. Du, nimm das. Weh tut er nicht, aber er trifft mich trotzdem und das nervt mich. Er darf mich nicht treffen. Er trifft mich immer, jedes Mal trifft er mich. Das ist schon ein bisschen belastend. Diesmal hat er mich nicht getroffen, das ist schon ein bisschen besser. Warte, kann man auch über die Feuerkugel springen? Ne, kann man nicht. Er ist aber zerstört. Yeah! Zerstört! Und ein Herz mehr. Ist das nicht toll? Jetzt sind wir bei 6 Herzen. Und ein neues Musikinstrument. Nach der Gitarre kommt ein Tritonshorn. Wow. It's fantastic. Urunga Steppe, die Steppe wartet. So, also das war's mit diesem Dungeon. Zweites Dungeon fertig. Yes, endlich. Vielleicht sollten wir mal wieder zu Madame Mew Mew. Ihr gehört ja. Ihr Komet. Der Name ihres Haustieres. Ihr Hund. Autsch. Wie bitte? Wie bitte? Okay, also.
Nein, da will ich nicht durch. Ich will einen schnelleren Weg. Es gibt aber voll viele Wege jetzt. So. Okay. Ist doch voll praktisch. Das gefällt mir. Das kann man aber immer noch nicht. Das war knapp. 50 Rubine. Dort drüber können wir immer noch nicht. Vielleicht später irgendwann mal. Was mich auch stört, ist der Stein dort. Vielleicht gibt es irgendwo, keine Ahnung, so einen Haken oder sowas, wo man sich dann rübergreifen kann. Auf jeden Fall, da können wir jetzt durch. Uff. Dieses Haus. Keine Ahnung, was das da ist, das daneben. Dort ist es rosa auf jeden Fall. Also ich lese es euch nicht vor. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis für 42 Rubinen. Ja, alles klar, Süßer. Danke. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du dann automatisch wieder gesund. Das ist ja nett. Ist doch nicht so schlecht. Und was ist das da? Keine Ahnung, was das da ist. Das ist komisch. Dann gibt es hier einen schnelleren Durchgang. Oh. Ist zu praktisch. Uff. Oh, das ist das Beste, Steine zu werfen jetzt. Und jetzt kommen wir da auch runter. Perfekt. Oh. What ist das denn? Das ist ja gefährlich. Schön, dich zu sehen, hast du gerade nichts Dringendes anstehen. Doch. Weiter zu spielen. Dein bescheidener Helm. Das war doch das. Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Von dort kommt eine seltsame Energie. Du solltest dir das mal ansehen. Ein Teleporter? Maybe. Maybe not. I don't know it. Das ist ein Dungeon. Nice. Aber wir haben natürlich nicht den Schlüssel dazu. Hallo, Herr Froschmeister. Richard! Ah. Keine Ahnung, wie man deine Frösche nimmt. Da gibt es ein paar Wege. Ich laufe hier einfach rum.
Rungerstöck. Wie sind wir eigentlich mit Karte? Okay. Hat sich ein bisschen gefüllt. Nee, da können wir auch nicht. Wurfgraben. Haha. Verdient. Yes. Keine Ahnung, was das immer noch nützt. Zaubermuschel. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Nice. Das ist wie immer dieses Telefon, das ich auch keine Ahnung weiß, was das nützt. Da gibt's Löcher. Oh, jetzt können wir da durch. Wartet. Uff, da gibt's ein Loch. Schauen wir mal da rein. Nee, ich bin nicht runtergefallen. Ich doch nicht. Ich fall doch nicht runter. Hä? Okay. Nee. Es passt nicht. Next try. Da ist er ja wieder. Keine Ahnung, was hast du denn die ganze Zeit da gemacht? Allerdings bin ich hier, um den Podcast zu beenden. Wir haben zum Überlängen. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht, während ich allein war? Ganz allein. Also gut gemacht mit der Reinfallen, Alter. Uff. Der Stein schwebt einfach. Schau dir einfach den Stein an, wie der da schwebt. Oh, stimmt. Ja, der hat halt schon mal. Das ist mir egal, ist nämlich nicht. Ist mir sowas von egal. Wir sind sehr gut weitergekommen. Zu gut fast. Das ist ja fast kriminell, wie gut wir weitergekommen sind. Nicht dieses Buch, Alter. Kriminell. Ja. Das sind wir schon bald beim Schloss. Alarm. Nisse. Es gab aber ganz viel, das wir nicht gesehen haben, obwohl wir es freigeschalten haben. Das ist sehr kritisch. So, liebe Leute, wir beenden mal langsam den Part. Alle zu Hause denken sich, ja, endlich. Oder ihr habt eigentlich schon weggeschalten. Das kann sein. Wenn ihr noch da seid, in den Kommentaren schreibt es uns. Hahaha. Ha, ha. Das wollen wir wissen. Wer es sich bis zum Ende anschaut. Sag's auch. Ciao!